Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach man doch selber einen Tortenboden oder für unsere Obsttorte auch einen Boden machen kann, für eine Erdbeertorte oder einen Erdbeerboden, für eine Pfirsichtorte, für unsere Schwarzwälder Kirschtorte, die ich euch gezeigt habe, die schnelle, für den Schoko-Kaffeehaus-Bodentorte. Und das geht ganz einfach und ganz schnell und das möchte ich euch nun zeigen. Für das Grundrezept von einem Obstboden oder Tortenboden brauchen wir Folgendes. Wir nehmen erstmal eine Schüssel. Ihr könnt mit einem Mixer das machen, mit einer Küchenmaschine oder einfach mit einem Schneebesen. Dann brauchen wir noch eine Bodenform, einen Obstboden, Tortenform, entweder in Silikon oder Metall, was ihr zu Hause habt. Bei Silikon ist es ganz wichtig, dass wir einmal mit kaltem Wasser durchspülen, einfach so ausschwenken und nicht abtrocknen. Dann machen wir den Teig. Dazu brauchen wir 100 ml lauwarmes Wasser. Dann habe ich hier neutrales Öl. Das ist ein Rapsöl. Ihr könnt aber auch ein Sonnenblumenöl nehmen. Ein Olivenöl ist ein bisschen schlecht, weil das ziemlich schmecken würde, rausschmecken. Und da brauchen wir 6 Esslöffel von. Dann nehmen wir 2 Eier. Ganze Eier kommen da rein. So. Und das verrühren wir jetzt erstmal ganz gut mit dem Schneebesen. Oder wie gesagt, Mixer, Küchenmaschine, was ihr gerade habt. Da hinein geben wir jetzt 100 Gramm Zucker. Und 100 Gramm Mehl. Dann tue ich erstmal ein bisschen Mehl rein. Dann nehme ich mir ein Backpulver. Und von dem Backpulver brauchen wir etwa die Hälfte. So, und dann nehmen wir nochmal das Mehl. Das sind auch 100 Gramm, die wir hineinmachen. Und rühren das Mehl jetzt gut unter. Wir rühren so lange, bis wir dann keine Klümpchen mehr haben. Es ist ganz wichtig, dass das gut verrührt. So, und für den Teig, ich sage nochmal das Rezept, wir brauchen zuerst 100 ml lauwarmes Wasser, 6 Esslöffel Rapsöl oder Sonnenblumenöl, dann brauchen wir 100 Gramm Zucker, dann brauchen wir zwischen 100 und 150 Gramm Mehl, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß die Eier sind, auch 2 Eier sind drin und ein halbes Backpulver. Mit dem Mehl müsst ihr mal sehen. Vielleicht ist so ein Mittelwert ganz gut. Wie gesagt, es kommt immer auf die Eier drauf an. Es gibt kleine und gibt große. Also so 100, 125 vielleicht.
muss so ein bisschen noch flüssig sein, damit der ganz locker wird, der Teig. Und den geben wir jetzt in unsere Tortenform, Obstbodenform. Und dann noch mal ein Tipp, wer ein bisschen noch was Besonderes reinhaben will, kann eine Zartbitterschokolade nehmen. Und die kann man ganz prima mit der Küchenreibe ein bisschen reinreiben. Wir nehmen einfach die Reibe und reiben so ein paar Schokoflocken drauf. Und das backt ganz schön mit. Das ist nur noch mal ein Tipp. Wer Spaß dran hat, kann das machen. Und jetzt kommt unsere Form in Backofen. Und zwar bei 175 Grad Heißluft etwa 20 Minuten. Weil aber jeder Ofen verschieden ist, muss man immer ein bisschen gucken. Manchmal sind es vielleicht 25 Minuten, manchmal sind es nur 18 Minuten. Er muss einfach goldgelb sein und fest. Das ist nun unser fertiger Obst- und Tortenboden. Und dann hoffe ich, euch schmeckt es und euch hat das Rezept gefallen. Und ihr schaut wieder mal rein.